Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 3 möchten die Gefährten eigentlich nur beim Inquisitor bzw. der Frau Hauptmann der Krippe Ülek Meldung machen über die seltsamen Vorkommnisse in der Krankenstation und das dortige Blutbad erklären. Aber irgendwie sind Dringils Finger heute nicht ganz so klebrig wie sonst. Los geht's. Die Helden stehen über den erschlagenen Leibern der Gidyankis, die sie angegriffen haben, also von denen die Helden angegriffen wurden, so muss ich es ganz genau formulieren, damit der Satz eindeutig ist. Obwohl sie sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Sie haben eine Heilung in Anspruch genommen. Die ist nicht durch ihr eigenes Einwirken, sondern durch andere Dinge so völlig in die Hose gegangen. Und deswegen liegt hier nun ein kaputter Zaitisk. Und davon ist die Frau Hauptmann zu unterrichten. There's a parasite nearby. You should take a closer look. Ja, aber das machen wir nicht, lieber Traumbesucher. Wir gucken erstmal nochmal, was hier mit dem Ding passiert ist. Aber wir können damit nicht weiter interagieren. Und hinter dem Ding ist auch nichts. Nee, gut, dann auf zur Anführerin hier dieser Krippe. Die anderen Gidyanki scheinen nicht aggressiv zu sein, aber das wird sich zeigen müssen. On my way. Wenn wir gerade mal hier sind, schauen wir hier noch rein. Was ist das? Schlafkammerplan. Eine Liste von Pflichten in der Gemeinsprache, darunter Putzdienst, Jagd, Schädlingsbekämpfung, Überwachung, Patrouille, Kampfübungen, Waffenpflege, Polieren von Rüstungen. Alle Bewohner der Krippe Ülek werden außerdem ermahnt, dass Mitteilungen gemäß dem Lernplan in der Gemeinsprache verfasst oder darin übersetzt werden müssen. Ach so, das ist eine wichtige Erklärung, warum die eigentlich ihre Notizen in der Gemeinsprache verfassen. Sie machen das. Ja. The young must abide them or bear the Savage's barbed whip. Barbed whip, alles klar. Barbed whip. Ich habe sie vor Augen. Also, was wollte ich sagen, bevor ich unterbrochen wurde? Das erklärt, warum die alle ihre Notizen in der Gemeinsprache verfassen. Sie machen das zu Übungszwecken, weil sie sich ja hier auf der materiellen Ebene befinden. Wo sie mit irgendwelchen Gemeinsprache sprechenden Personen in Kontakt geraten könnten. So, hier wird geschlafen. This crash's bunks look entirely too soft for my liking. Ja, die Betten sind dir zu leicht. Sag mal, wie geht's dir eigentlich? To the Inquisitor at the crash. The Zathisk's failure must be reported. Ja. Zum Inquisitor in der Krippe. Das Versagen des Zaitisk muss gemeldet werden. Ja, ja, das machen wir. Kein Problem. Also Lazel hat jetzt hier keine. Oder mal hier. Enough waiting. Ja, 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 ja. Intelligenz 8, das war vorher auch schon so, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hatte sie vorher mehr oder weniger? Na, es wird aber auch sein. Wir können es eh nicht ändern. Trotzdem, einmal kurz hier rumgeschaut. Stehlen werden wir weiterhin nichts. Wir wollen wirklich sagen können, wir haben uns hier nichts zu Schulden kommen lassen. Und wenn es dann doch eskaliert, dann werden wir uns wehren und dann wird es den Gidyanki nicht gut ergehen. Mal schauen, ob wir jetzt tatsächlich zivil bleiben oder uns angreifen. Das scheint ihnen alles egal zu sein. Dann schauen wir mal, ob wir mit dem Inquisitor sprechen können jetzt. So. Wir lassen Lazel sprechen. Lazel wird ja wohl so schlau sein, nichts von dem Artefakt zu erzählen. Oder? Bin ich mir gerade nicht sicher. Wir wissen nicht, in welchem Gemütszustand sie rauskommt, deswegen spricht doch Dringil mit ihr.
Ketrak Terezin, das ist ihr Name, den ich mir nicht merken kann. I presume you are not stupid enough to return empty-handed. So, give me the weapon, now. Wir können die gar nicht ansprechen. Zu dem Thema. Zu dem Blutbad in der Krankenstation. Hallo? Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Die Tür ist ja zu. Sie hat ja dieses Teil, mit dem man die Tür zum Inquisitor aufmacht. Wie sollen wir mit dem Inquisitor sprechen, wenn wir hier nicht dieses Teil bekommen? Und das klauen und so wollen wir ja nicht. Dann werden wir jetzt nochmal versuchen, sie zu täuschen. Das wird nicht gehen, weil das ist schwierig und wir haben keine Inspiration mehr. Und die werde ich auch nicht opfern, selbst wenn ich einer hätte. Und dann wird das wahrscheinlich gleich eskalieren. Dann ist es halt so. Pech gehabt. Also, täuschen. Wir wissen nichts von irgendeiner Maschine. Oh, das könnte sogar klappen. Hat die ein Glück. Time is finite, as is my patience. Ja, my patience ist noch viel, 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 viel angestrengter als deine. Glaub nur. Boah, die gehen mir auf den Zeiger hier alle. Ja. Weißt du jetzt was? Oder, also, kannst du uns zum Inquisitor lassen? If you're not here to help, you're in the way. Move along. Nicht zu glauben. Gidjanki-Barrierenbrecher. Tja. Wir müssen da rein. Irgendwie. Was ist denn das da? Ein Pilz. Was sagt denn das Questbuch überhaupt? Hier. Wir haben versucht, mit dem Gerät der Gidjanki unsere Parasiten zu entfernen, aber es hat nicht geklappt und wir wären beinahe gestorben. Unsere Parasiten müssen sehr ungewöhnlich sein. Mhm. Und hier Läsel. Läsel glaubt, dass der Zaitisk manipuliert war und will unbedingt den Inquisitor in der Krippe informieren. Wir sollten sie zu ihm eskortieren. Der Inquisitor ist doch da hinten, oder? Ja. Tja, wie kommen wir jetzt da rein? Mit Gewalt oder mit Taschendiebstahl? Wir brauchen dieses Teil. Schwierig. Naja. Machen wir Folgendes. One day I'll catch a break. I think we all will, when this pestilent search is finally over. So, müssten hier ständig überall einer rumstehen, rumlabern und die Augen aufreißen. Das ist doch wirklich ätzend hier. Such mal eine Ecke, wo wir gerade ein bisschen unbeobachtet sind. Ja, vielleicht hier. Wobei. Ah, ist auch wieder schlecht. Egal, dann machen wir es anders jetzt. Einen Trank der Unsichtbarkeit. Wir haben zwar welche, aber die sind gerade bei Schattenherz, und da gehe ich jetzt nicht wieder hin zurück. Es sei denn, wir können den gar nicht brauen. Dann habe ich ein Problem. Eine Granate ist es nicht. Tja. Ach Leute, das ist doch schlimm. Gut, also rollenspielerisch gesehen hat Drinkel sich hier irgendwo unsichtbar gemacht, wo ihn niemand sehen konnte. Spielmechanisch gesehen pfeift er jetzt drauf, weil ich nochmal diesen Weg gehen will. Denn Schattenherz verwahrt unsere Minibar. Das ist, glaube ich, genau hier. 10 Züge. So, Drinkel. Zehn Züge lang bist du jetzt unsichtbar und diese Zeit wirst du nutzen, um
ihr hier etwas zu entwenden. Lauf dorthin. Hier wirst du gerade sogar nicht gesehen. Geh sicherheitshalber noch mal ein bisschen in Deckung. Und dann lassen wir mal den Zug vergehen. In der Hoffnung, dass sich hier in der Umgebung nichts tut. Dass kein dummer Wolf genau jetzt hier gucken muss. Nee, gut. So, sie hat ja meiner Ansicht nach dieses Ding dabei. Genau, einen Gitsplitter, so heißt das. Brauchen wir. Not up for trading today. Hilfring efforts have failed. Now you've a fight on your hands. Okay. Das Drinkiel einen Dingsda-Bumster. Ihr wisst schon genau, was ich meine. Nicht schafft. Es war eine 1. Im heikelsten aller Fingerfertigkeitswürfe des Spiels gab es jetzt die 1. Das ist nicht gut. Aber wir nehmen es rollenspielerisch hin. Das ist aufgeflogen. Und wir werden entsprechend agieren. So. Weg mit dir. Wem geben wir jetzt eine mit? Ja, die ist halt jetzt feindlich. Jetzt müssen wir sie alle angreifen hier. So, das hat sie fast außer Gefecht gesetzt. Dahin. Watch this. Karlach. Ach so, die wäre jetzt gleich dran. Das wollen wir gerne verhindern. Ein bisschen rüde, wie ich hier agiere, aber es ist so gekommen. Die 1 ist halt jetzt unser Pech. Oder vielmehr das Pech der Gedianki. Ach, Karlach. So, Schattenherz. Was will denn... Ach, ausgerechnet der Wolf, ausgerechnet zu dir. Boah, das ist aber echt böse. Läsel ist nicht dran. So. Schattenherz schafft es, diesen Wolf irgendwie wegzukicken, damit sie sich hier zurückziehen kann. Sherlock, God's a betrayer. Ja, ist ja klar, dass sie die Wachen ruft. Betrayer. Wir hatten ja was betrayed. Hier hat niemand was betrayed. Okay, der kriegt auch gleich seine Packung. Wie oft glaubst du eigentlich, schießen und handeln zu können, hm? Würde mich mal interessieren. So, Laser ist dran. Aus dem Weg. Und dahin. Karlach, jetzt auf den Tierknüppel zu wechseln, das machen wir nicht. Wir machen Folgendes. Der hat nur noch 3. Stell dich mal dahin.
I've got it. Ja. Hab ich nicht dran gedacht. Aber an andere Sachen denke ich. So, Pfeil der vielen Ziele auf sie. Oder auf ihn. Lieber auf ihn. Hui. So, dann ist der nämlich aus dem Spiel und Qualach kann auch agieren. Und den hat es richtig zerlegt. Selbst der hat mitbekommen, dass es ja nicht so einfach wird, wie er sich das vorstellt. Danke, Dringil. Zurück zu Qualach. 3 draufhauen. Oh, bei 91%. Was war denn das für ein Wurf? Eine 4. Oh, das kann nicht wahr sein. Also die ist echt nervig. Die nervt mich wirklich, diese Gegnerin. Schon jetzt nervt die mich. This is worth the cost. Ja, das frage ich mich auch gerade, aber es ist so gekommen. Das war deine Einzelgier, nicht meine. Du hast eine klaffende Wunde. Und jeder, der dazukommt, reiht sich gleich mal ein. Ich wollte mit Lesel eigentlich die Tür zumachen, aber ich komme ja gar nicht dazu. Deswegen habe ich Lesel da hingeschickt. Ich habe sie nicht hingeschickt, um den hier anzugreifen. Das wäre nur Prio B gewesen. Prio A war es, die Tür zuzumachen. Aber dazu kommen wir im Augenblick offenbar zu spät. Dann machen wir was anderes. Da ist Qualach. Dann geh bitte. Dann geh bitte mal dahin. So, jetzt wirfst du einen kleinen Heiltrank dahin oder dahin. So, was hilft? Mehr machst du im Augenblick auch nicht. Waffe am Boden, was? Ah, der Angeber kann wieder 5-mal was machen, ha? Huh? Laser rennt voller Angst durch die Gegend. Wer ist dran? Qualach. Qualach, kannst du was machen? Sie ist verängstigt. Kannst du irgendeine andere Waffe in die Hand nehmen? Auch nicht. Warum bist du denn dran, wenn ich dich gar nichts machen lassen kann? Ey, die kämpfen mit allen Kniffen hier. Unglaublich. So, wo ist dieser drecksäckige Schütze? Das ist der da, oder? Nee, der ist das. Ist der bedroht? Hoffentlich ist er bedroht. Du schießt nie wieder. Arsch. So. Es ist Lesel da rausgerannt, ey. Das kannst du dir alles nicht ausdenken, sowas. Was für ein Scheißkampf. Wo ich doch eigentlich überhaupt nicht kämpfen wollte. Was für ein Umweg.
Bleib mal hier oben. Mal gucken, was passiert. Ah, schön. Nein, nicht schön. Wieso triffst denn du? Okay, dann. Trinke geht's nicht so gut. Furchtsam. Dann können wir dann eine mitgeben. Ist gerade schwierig. Laser ist auch noch voller Furcht, auch noch benommen. ...65... ...55... ...60... Versuchen wir es mal da. Ach, die macht ja die Konzentration mit der Furcht. Ah, verstehe. Rettungswurf, die nervt mich. Sie nervt mich ganz hart. Danach kommt ihr bitte mal zu euch langsam. Wie viele Runden soll das noch dauern? No choice but to keep going. Ja. Ey, die nervt. Die nerven alle. Ja, auf wen? Death won't take me yet. Oh, die macht sogar Rettungswürfe sind da, um sie zu bestehen, gell? Ja. Klar, ich hätte diesen Konzentrationsunterbrechen-Pfeil machen können, habe ich aber nicht gemacht, weil es eh gleich aus ist. So, aus den Augen, aus dem Sinn. Karlach macht sowieso nichts. Lazel ist benommen. Karlach ist wieder bei sich. Soweit, so gut. Du kannst ja, du hier stehst, da nicht drüber springen. Ist das wirklich dein Ernst? Nicht genug Bewegungsrate. Bist du gerade irgendwie gehemmt oder so? Weil du... Das ist doch komisch. Na gut, dann machst du anders. Also dann gehst du dahin. So. Dann gehst du dahin. Have to keep going. Ja, you have to keep going, genau. Und dann wirfst du den mal da hinten hin. Das ist wichtiger als diese olle Zimtzicke anzugreifen. So, Lazel! Aus dem Weg, Cretin!
So, die kannst du natürlich in die Hand nehmen. Also, der Punkt ist, du hebst die Waffe mit der Hand auf. Aber in dem Moment, wo du sie aufhebst, hast du sie nicht in der Hand, sondern du hast sie im Rucksack. Und du darfst dann in der nächsten Runde die Aktion damit vergeuden. Also, Tür zu machen geht noch. Die Aktion damit vergeuden, die Waffe in die Hand zu nehmen. Es ist so ätzend. So, Karlach, was hast du jetzt für eine Waffe? Grausamer Stachel, klingt gut. Ach, du hast die automatisch genommen, deswegen kannst du jetzt nichts mehr machen. Ah, Karlach wird jetzt nicht. Und damit ist es aber ihre Runde auch schon vorbei. Sie kann sich jetzt nur hier bedrohlich hinstellen. Another fight. Let's go. So, Drinky, du könntest jetzt, du bist nicht gesehen, ihr richtig eine mitgeben. Aber wenn sich die Kuh noch heilt, dann drehe ich durch. So. Schlichtes Gift, kriegst ein bisschen Schaden, kannst ihn nicht heilen. Sehr gut. Dieser Pfeil kam aus dem Nichts. That's a friendly looking shadow. Kriegt die Tür nicht auf. Wächter. So, Läsel. Du musst ja irgendwann musst du ja mal die Wachs in die Hand nehmen. Es nutzt ja alles nichts. So, diese Zimtzicke kannst du mal ein bisschen durch die Gegend kicken. Oder auch nicht. Karlach, jetzt machen wir ja Schluss. Wobei Karlach könnte auch sie umhauen. Dringil. Die hat noch 19. Das ist viel. Irgendeinen hier, Pfeil des humanoiden Tötens. Wenn der einschlägt, dann steht sie nicht mehr. Machen wir. Oh, das sind Momente, da hasse ich es, Let's Player zu sein. Nicht nur einen teuren Pfeil verschwendet, sondern auch daneben geschossen bei 91%. Die wäre jetzt dreimal gekillt worden bei dem Schaden, den der normalerweise macht. Das gibt's doch gar nicht. Was hast du gerade gemacht? Du kannst ja keine 4 würfeln! Nicht aufregen. Dann lebt sie halt noch eine Runde länger und kann noch mehr Schaden machen. Ist mir doch wurscht, Helden. Karlach. Du hast halt nur diese normalen Angriffe. Aber die reichen. So. Okay. Damit ist sie dran. Got it. Na?
Lazel, es eskaliert hier alles. Der nervt mich. Die Tür ist außer Reichweite. Bringil. Blood comes easy these days. Der ist zu stark. Die können wir ausschalten. Das kriegen wir hin. Aha. Weniger Augen. Und Karlach, nicht in bester Stimmung. Say bye bye. Well, that's dealt with. But she wasn't the one pulling the strings here. Ja. Indolence breeds madness. Du machst ganz schnell die Tür zu. Boah. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber ich war Opfer der Umstände. Es ist manchmal nicht die allerbeste Variante, wenn du merkst, dass dir jemand was klauen will, das dann zu verhindern. Es ist manchmal für deine Gesundheit besser, es einfach geschehen zu lassen. Hm? Aber das war offenbar nicht Teil des Bildungskanons der Gidianki. Jetzt weiß ich aber nicht, ob nicht wirklich alle gegen uns sind. Aber im Moment ist hier die Tür zu. Wir müssen uns ein bisschen sammeln. Denke, hör auf zu schleichen. Komm da hin. Karlach kommt dazu. Hop to. Schattenherz. Dahin. Also Heiltränke haben wir genug. Das ist überhaupt nicht das Problem. Karlach, kannst du bitte noch ein bisschen, ein kleines bisschen in die Richtung gehen? Danke. So. Dringil weg. Die anderen beiden können erstmal noch stehen bleiben, aber jetzt tut's aus Sicht von Schattenherz auch ein kleiner Heiltrank. Die wir sowieso bald nicht mehr brauchen, deswegen verbrauche ich die offensiv. Wobei, warte mal, kannst du noch ein bisschen näher ran? Na, guck. Nimmst du selber noch einen? So, und der Rest geht. Okay, Dringil, du hast noch genug Tränke. Wir füllen mal gerade bei Schattenherz auf. Wir brauchen 2 große, 4 kleine. 4 kleine, 2 große kommt sofort. Na, gucken wir mal, was die so bei sich hatte. 5, 5, 5, 5. Passt alles. Sehr gut. Ja, jetzt gibt es hier nur Ärger in der Krippe, aber irgendwie eine gewisse Befriedigung beim Gidyanki-Meucheln kann Dringil auch nicht abstreiten. Das muss ich zugeben. Kartoffel. Ölbecher. Aha. Lass mal erstmal alles liegen. Das ist uninteressant. Sie hat ein Seelenbrecher-Zweihandschwert dabei. Das nehmen wir mit. Natürlich das Ding. Karlach sammelt hier ihr Fala-Alu wieder auf. Dringend. Und dann nimmst du es bitte an. So. Was ist mit dem? Ich glaube, draußen ist keiner gestorben. Der hat eine verfaulte Tomate und einen verfaulten Pilz bei sich. Breathe deep and move. Sie hier ist vielleicht ein bisschen interessanter.
Spiegelbilder. Das nehmen wir mal an uns. Und hier diese beiden. Ja, das sind die beiden Gnome, die wir gesehen haben draußen vor dem Kloster. Okay, irgendwas Besonderes. Gucken wir mal hier rein. Reingucken ist ja erlaubt. Eh nichts drin. Nö. Die hat keine persönliche Truhe, zumindest nicht hier. Dann nächster Check, Questbuch. Der Inquisitor ist über den mangelnden Erfolg bei der Jagd nach dem Artefakt unzufrieden. Wir sollten mit ihm sprechen, um mehr herauszufinden. Ja, genau. Ansonsten erstmal nichts Neues. Gut. Dann können wir jetzt hier dieses Teil einsetzen. So, von Hand. Who would be? Oh, it is you. Was? Make haste. We have business to conduct. Ist das gerade der... War das der Inquisitor, der uns da angesprochen hat? Okay, wird immer seltsamer. Speichern. So. Mal gucken, was der sagt. More foreboding than the rest of the crash. Hmm. I'll breathe easier once we're gone from here. That's true. I'm a bit afraid this Inquisitor won't want to say anything useful. That's true. Aber dann hauen wir ihn halt auch kurz und klein. It's never been that simple before. I don't know why it would be now. Wir haben jetzt hier eh alle gegen uns. Dann ist einer mehr auch nicht mehr so schlimm. Der könnte auch irgendwo das Blut sein. Wo ist denn der wohl? Nur kurzer Check, was das hier ist. Kleinkram. Liegt noch ein Beutel. Achso, na gut, dann gucken wir uns den Beutel auch noch an. Ja. Was habe ich davon? So, hier hinter hat er sein bescheidenes Arbeitszimmer. Kykrai Vargatz. Der natürlich eine Leibwache hat. Aber mit der nehmen wir es auch auf zur Not. Hat auch ein paar Jünger dabei. Das wird eskalieren und zwar sehr schnell. Aber wir probieren es. Our esteemed guest. Please approach. We have much to discuss. Aha. My Arden spoke of one of our kin that escaped a crashing Geek slave vessel. Chitrai. Vlakith's justice in flesh. You have accomplished much, child. I am pleased to finally meet you. I heard there is so much goblin blood on your hands that it soaks their children's nightmares. To business. I suspect you plucked something precious from the Geek ship. Something that belongs to us. The weapon. Give it to me. Don't do it. The weapon is how I protect you.
Do it. Do not disobey the Inquisitor. Hast du einen Knall? Also, er weiß, dass irgendein Geik von dem Sklavenschiff geflohen ist, also Läsel, dass es irgendein Gedjanki-Geik ist. Und aus diesem Umstand scheint er den Schluss zu ziehen, dass wir dieses Artefakt haben könnten. Weil er möglicherweise annehmen darf, dass das Artefakt auf diesem Schiff war. Vielleicht blufft er aber auch nur. Wir fragen erstmal, woher wisst ihr so viel über mich? Some of your species say knowledge is power. They are wrong. Knowledge is everything. We took an interest in you when you became involved with this absolute cult. A pestilence of infected slaves, the first symptom of the grand design in action. But you are lucky. That weapon you carry is the solution. I have heard it from Queen Vlakith herself. Hand it over. Also, irgendwie sind sie den Helden auf die Spuren gekommen, als diese sich mit dem Kult der Absoluten auseinandergesetzt haben. Gut, wir haben ja genug Spuren hinterlassen, die man lesen kann. Das war keine heimliche Mission. Und er weiß, dass dieser Kult der Absoluten den großen Plan oder einen großen Plan umsetzt. Und seine Königin Vlakith hat ihm gesagt, dass das Artefakt ein Mittel dagegen ist. Aber wir fragen, was ist der große Plan? The grand design is what all Geik seek. The restoration of the Illithid Empire, which spanned the entirety of the multiverse. For centuries there, elder brains sought to bring back their dominion. Every plot they hatched, we stopped. But now they are close to succeeding. Never before could they pause Seramorphosis. Never before could they let the infection spread undetected. You saw the thralls gathered on the Geik ship. Imagine that everywhere. Wants, needs, choice, all would cease to be. Everything rendered unto the Geik. So, the weapon. Please. Don't give it to him. Also, dass der große Plan der Absoluten ist die Wiedererrichtung des Illithidenreichs über das gesamte Multiversum. Ein Plan, den verschiedene ältesten Gehirne verfolgen, die diese einzelnen Gedankenschitterkolonien anführen und leiten. Und das Artefakt hilft dagegen irgendwie und soll im Kampf dagegen eingesetzt werden. Jetzt würde Drinki normalerweise sagen, ach, nimm das blöde Artefakt doch, lass mich in Ruhe, ja, belohne mich dafür, dann gehe ich nach Hause und dann mach was gegen die Illithiden, ja, ich wünsche dir viel Glück. Das Problem ist, dass Drinki dem Traumbesucher glaubt, dass das Artefakt dasjenige ist, was die Zeramorphose der Helden überhaupt aufhält. Deswegen kann Drinki ihm diese Waffe nicht geben, das Artefakt nicht geben. Zu leugnen, das Artefakt zu haben, ist hier aber auch nicht sinnvoll. Deswegen gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, behalt das Artefakt und wir arbeiten zusammen. Das wäre Drinkiel am liebsten. Ja, hat er mächtige Verbündete. Die andere Variante ist, dass er dann handgreiflich wird, wenn er das Artefakt nicht bekommt. Und in dem Augenblick werden wir ihn aus dem Weg räumen mit all seinen, mit all seiner Entourage hier. Dringil hält sich eigentlich für fingerfertig genug, das Artefakt rauszuholen und es sich nicht aus der Hand nehmen zu lassen. Normalerweise würde ich das in Erwägung ziehen, da wir aber gerade bei der letzten Geschicklichkeitsprobe von Drinkiel eine 1 gewürfelt haben. Der Taschendiebstahl bei dieser Anführerin, bei dieser Kirtak oder wie sie hieß,
ging völlig in die Hose. Deswegen ist Trinkel gerade ein bisschen verunsichert und denkt sich, na, vielleicht muss ich erstmal eine Nacht schlafen und ein paar Fingerübungen machen. Dann geht's auch wieder, aber im Moment ist es mit seiner Geschicklichkeit heute nicht so weit hergeholt. Aus diesem Grund bleibt nur das Artefakt zu sagen, dass wir das Artefakt nicht rausgeben. Ich betone an der Stelle nochmal, ich spiele das Spiel blind, ich weiß nicht, was passiert. Es kann sein, dass es spielmechanisch besser wäre, das Nummer 1 zu wählen, aber es ist mir völlig wurscht. Es geht nicht darum, spielmechanisch gut zu spielen, es geht darum, rollengerecht zu spielen. Deswegen gab es das Blutbad gerade in der Kommandantenkammer, weil der Taschendiebstahl bemerkt worden ist. Und aus genau diesem Grund kann Dringil jetzt das Artefakt nicht rausholen. Das traut er sich nicht. Nachher fällt es ihm hin. Das wäre heute nicht die erste Eins. Also, es bleibt nur, ich gebe euch das Artefakt aber nicht. Do not try me. Hand over the artifact or die by my hand. Das werden wir ja sehen. Lesel sagt, fordert mich nicht heraus. Gebt das Artefakt her oder sterbt durch meine Hand. Jetzt können wir sie ein bisschen verunsichern. Erinnert ihr euch an den Zaitisk? Diesen Git kann man nicht trauen. Folgt meinem Beispiel. Ich werde den rechten Pfad wählen. The Zaitisk. I hate that you speak the truth. Choose. Your path is mine to follow. Gut. Sie wird uns nicht in den Rücken fallen. Und nochmal die Ansage, wir behalten das Artefakt. Our fate is forged. Mother Gith, guide us. Your illustrious adventure ends here. Hetaseth! Kresh, Yilik, with me. To the death. Gut. Ja, das habe ich kommen sehen. Und ihr habt hoffentlich das Episodenende kommen sehen, denn in dieser weit fortgeschrittenen Episode werde ich diesen langen, herausfordernden Kampf ganz gewiss nicht spielen. Und deswegen geht es gegen den Inquisitor gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!